Killt die US-Notenbank Fed den Bullenmarkt? Das haben sich jedenfalls die Aktienmärkte gestern anders vorgestellt. Die Fed sehr, sehr hawkisch und ich selbst bin immer wieder überrascht, wie überrascht die Märkte sind über diese hawkische Haltung der Fed, die sich klar geäußert hat, die klare Aussagen getroffen hatte, die jetzt sich dann gestern eben in diesem FOMC-Protokoll fanden. Und booms, das hat den Märkten überhaupt nicht geschmeckt, denn es zeigt, wie ernst es die Fed angesichts dieser massiven Inflation mit der Straffung der Geldpolitik meint. Und so haben wir gestern einen ziemlich heftigen Sell-off gesehen, vor allem im Nasdaq und im Russell 2000, also Tech-Werte. Und die Nebenwerte, Dow Jones hat sich noch am besten gehalten. Jedenfalls ist mit der gestrigen Bewegung die komplette Santa Claus Rally, die wir gesehen hatten, ja zu Ende des letzten Jahres erstmal raus wieder. Also all das war umsonst und wir haben jetzt wahrscheinlich die viertschlechteste Reaktion der Aktienmärkte auf ein FOMC-Protokoll gesehen seit dem Jahr 2007, also seit der Finanzkrise. Und erstaunlich ist eben, dass die Märkte sich da ziemlich, wie soll man sagen, in Sachen Omikron, da haben sie gesagt, alles nicht so schlimm. Da haben sie ein bisschen die Dinge vielleicht richtig beurteilt, zumindest wenn wir sehen, dass die Krankenhausbelegungen jetzt trotz dieser massiv steigenden Infektionszahlen eben nicht so wirklich nachhaltig nach oben gehen. Da sind die Aktienmärkte ziemlich schnell aus dem Panikmodus gekommen, aber sie waren in einem zu hoffnungsfrohen Modus, was die Fed betrifft. Das ist das Problem und jetzt ist man ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden. Warum ist das so? Schauen wir uns zunächst einmal mal an die Opfer dieser ganzen Geschichte. Man könnte sagen, es ist alles ein einziger Liquiditätstrade. Wir sehen etwa Qualitätsaktien wie AMC und GameStop gestern, die die niedrigsten Bewertungen jetzt seit Januar letzten Jahres aufweisen, die sogenannten Meme-Stocks. Wir sehen, dass Bitcoin unter Druck gekommen ist, jetzt um und bei 43.000 Dollar. 7,5% im Minus, alles ein Trade. Warum? Auch weil etwa bei Bitcoin immer mehr institutionelle Investoren dabei sind und dementsprechend sind die Korrelationen zwischen den Märkten auch immer größer. Und dann meine zweitbeste Freundin Cathie Wood mit einem Abverkauf ihres ARK Innovation von 7%. Damit jetzt fast 45% vom Hoch bisher. Und gestern war der heftigste Abverkauf seit dem 3. September 2020, also seit um und bei fast eineinhalb Jahren. Was ist der Grund für diesen Abverkauf? Wir haben vor allem Aussagen zu schnelleren Zinsanhebungen durch die Fed. So zumindest in den FOMC Minutes. Dieses Protokoll bezieht sich ja auf die Sitzung der Fed am 15. und 16. Dezember, als Jerome Powell eine sehr hawkische Pressekonferenz schon gehalten hat und klar gemacht hat, Inflation ist jetzt das Thema und die Fed wird dagegen steuern. Die Märkte haben sich erstmal dafür nicht so interessiert, sind zunächst mal nach oben gelaufen, aber das war schon eine hawkische Breitseite, eben wegen dieser schnelleren Zinsanhebungen, die hier angedeutet werden und vor allem wegen den Aussagen zur Bilanzreduzierung, die schneller und heftiger ausfallen könnte als bei der letzten Bilanzreduzierung, die man zwischen den Jahren 2014 und 2017 gemacht hat. Diese Korrelation zwischen Zinsanhebungen und Bilanzreduzierung, die war damals so, dass die Fed begann schon die Zinsen anzuheben, aber die Bilanzreduzierung brauchte dann noch 2 Jahre, bis die Fed damit wirklich an den Start kam. Diesmal könnte dieser ganze Abstand deutlich geringer sein und all das deutet darauf hin, dass die Fed wohl schon im März dann die erste Zinsanhebung jedenfalls durchführen wird. Im März ist dann auch das QE abgelaufen durch das Tapering, also ab dann würde sozusagen faktisch eine Straffung der Geldpolitik eintreten. Das ist jetzt auch nur noch 2 Monate hin und das spielen die Märkte natürlich. Die Fed Fund Futures sehen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 80% einer ersten Zinsanhebung im März und wie gesagt, es ist eben vor allem diese Inflation, die das Ganze nach sich zieht oder die jetzt eine verlangsamte Reaktion bzw. eine überstürzte Reaktion der Fed jetzt nach sich zieht. Die Fed ist im Prinzip auf der Autobahn auf eine Mauer zugefahren und hat gesagt, nee, da ist keine Mauer, die wird sich schon wieder auflösen, bis wir da bei der Mauer sind. Und dann stellt man fest, nein, die Mauer wird sich nicht auflösen, die Mauer ist die Inflation. Und jetzt muss man eben eine Vollbremsung hinlegen und das kann die Märkte natürlich ein bisschen dann
Ihre Statikkosten kann die Märkte durchschütteln. Warum sehen wir hier oben etwa in diesem Chart Bilanzsumme und Performance des S&P 500? Das läuft relativ parallel. Die Fed hat nicht genau gesagt, wie sie jetzt diese Bilanzreduzierung machen wird. Ich hatte gestern diese drei Optionen, die Sie hier sehen, ja schon angedeutet. Ja, das könnte also darauf hinauslaufen, wie JP Morgan sagt, dass man im Dezember jetzt bereits dann konkret mit dieser mit diesem Quantitative Tightening, das ist das Gegenteil von Quantitative Easing, starten wird mit etwa 100 Milliarden Dollar pro Monat. Und vor allem ist jetzt die Situation, wenn wir das jetzt zum letzten Mal vergleichen, als die Fed eben die Bilanzsumme reduziert hat, damals waren die Laufzeiten der Anleihen länger, jetzt sind die Laufzeiten im Portfolio der Fed kürzer, das heißt, dieser ganze Prozess, der könnte schneller und intensiver eben vonstatten gehen. Das ist der Grund, warum die Märkte not amused sind und auch der Grund, warum die von den Fed Funds eingepreisten Wahrscheinlichkeiten eben für den ersten Zinsschritt im März 2022 so deutlich gestiegen sind. Aber dadurch, dass die Amerikaner ja die Verschuldung immer weiter hochfahren, kommen immer mehr Staatsanleihen auf den Markt. Das heißt, wenn die Fed jetzt wirklich dann mit diesem Quantitative Tightening dieses Jahr beginnt, dann hätten wir einen Supply von US-Staatsanleihen oder Treasury Supply von 1,1 Billionen. Dazu muss dann erstmal eine Nachfrage her, da muss es also Käufer geben. Und das ist der Grund auch, warum die Renditen steigen. Viel Angebot, der große Käufer Fed wird sich absehbar aus diesem Markt zurückziehen, dementsprechend steigern da Renditen. Und wie wir sehen hier die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 1,73% heute Morgen. Und das könnte, wie in diesem Chart von Sven Hendrik zu sehen ist, ein ziemlich heftiger Ausbruch werden, wenn sich das bestätigt. Das wäre jedenfalls ein Big Deal, ebenso wie die Performance jetzt der Rendite bei der 30-jährigen US-Staatsanleihe, die weit über die Marke von 2% gestiegen ist. Da hat Jeff Gundlach gesagt, this is a real big deal. Und das gilt eben jetzt für die Finanzmärkte insgesamt. Wann wird die Fed nervös? Wann würde sie sagen, vergesst all das, was wir hier gesagt haben, haben wir nicht so gemeint, wir machen jetzt das Gegenteil. So wie Jerome Powell damals im Dezember 2018 ja gesagt hat, Bilanzreduzierung auf Autopilot, dann die Märkte 20% runter, dann Jerome Powell im Anfang Januar 2019 habe ich alles nicht so gemeint, war bloß ein Missverständnis, Aktienmärkte wieder rauf. Aber schauen wir uns mal, wie weit der S&P 500 hier von seinem Allzeithoch entfernt ist. Minimal, hier sehen wir diese roten Ditcher nach unten in diesem oberen Chart. Da ist also noch nichts passiert, da ist noch viel, viel Luft, bis die Fed wirklich nervös werden könnte angesichts dieser Steigerung, die Kurssteigerung, die wir ja zuletzt gesehen haben in den letzten Jahren. Und wir sehen vor allem eben die 10-jährige Anleiherendite und Nasdaq zu Russell 2000, also praktisch Growth to Value, da wäre noch jede Menge Platz. Vor allem, wenn wir uns mal den Nasdaq 100 auf Quartalsbasis anschauen. Das ist natürlich eine Lifetime Buying Opportunity, also eine einmalige Kaufgelegenheit, die man nur einmal im Leben bekommt. Wir sehen, wie krass dieser Chart ist und was da eigentlich nach unten gehen müsste, damit sich das mal so einigermaßen mal wieder stabilisiert, mal in irgendein Gleichgewicht kommt. Das zeigt, wie krass die Märkte inzwischen geworden sind. Und wir sind ja nach wie vor beim Nasdaq jetzt nicht so weit entfernt, etwa beim Nasdaq Composite vom Allzeithoch, aber nur 27% der Aktien in diesem Index, der über 3000 Werte enthält, handeln über ihrer 200-Tages-Linie, sind also gemeinhin in einem Aufwärtstrend, also nur gut ein Viertel. Und wir sehen den größten Abverkauf des Nasdaq 100 gestern seit März. Und jetzt sagt hier etwa ein Analysehaus, ja, wahrscheinlich werden wir jetzt nochmal einen technischen Bounce nach oben sehen. Das deutet sich heute Morgen dann auch an nach dem Abverkauf. Aber this time is different. Verkauft jede Rallye in Tech, denn die Rotation raus aus Tech, rein in Growth, die hat noch einen weiten Weg vor sich. Das würde ich ähnlich sehen. Und wir haben dieses Muster ja schon am Dienstag gesehen, als klar wurde oder als die Aktien, die die höchsten Bewertungen haben, am stärksten unter Druck gekommen waren, und zwar wirklich die obersten 10% in Sachen Kurs-Gewinn-Verhältnis respektive Marktkapitalisierung zu Umsatz, die sind am stärksten abverkauft worden, die billigsten am wenigsten, die haben sogar deutlich zulegen können, und das zeigt, dass Extreme sich eben abbauen. Und gestern haben wir jetzt, oder mit dem gestrigen Handelstag sehen wir, dass eben diese 10% der höchstbewerteten
Unternehmen in Sachen Marktkapitalisierung zu Umsatz jetzt bereits 7,8% seit Jahresbeginn im Minus sind, während die billigeren, die unteren 10% im Plus sind, die unteren 20% sind im Plus. Und je teurer ein Unternehmen, umso stärker dann eben praktisch jetzt diese Korrektur, die wir sehen. Wenn die Flut hebt, alle Boote, vor allem die Boote, die ziemlich aus Pappe sind, aber wenn dann die Flut abebbt, dann sieht man eben, wer nackt gebadet hat. Sie kennen diesen Satz von Warren Buffett und es sind viele, die nackt baden. Hier sehen wir mal die Prozentanzahl von unprofitablen Softwareunternehmen, die mindestens mit 1 Milliarde an Marktkapitalisierung bewertet sind. Das ist der höchste Stand, den wir jemals hatten, weit, weit mehr als auf dem Hochpunkt der Tech-Blase. Also es gibt heute einen höheren Prozentanteil von unprofitablen Tech-Unternehmen als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Das ist nach meiner Auffassung der am stärksten gefährdete Sektor. Hier nochmal zum Gesamtmarkt. Wir sehen, dass der S&P 500 die Marke von 4713 gebrochen hat, ist ja dann runter, auch dann nachts noch im asiatischen Handel weiter runter, kann sich aber auf Future-Basis dann zuletzt, als ich hingeschaut habe, wieder etwas erholen. Auch hier sagt man ja, durchaus möglich, dass wir nochmal einen Bounce nach oben sehen, aber dann eben die nächste Verkaufswelle einsetzen dürfte, denn das Thema geht jetzt nicht so schnell weg. Vielleicht werden sich FED-Mitglieder äußern und sagen, naja, beruhigt euch mal ein bisschen. Das könnte dann so eine technische Erholung bringen, aber faktisch ist, die Fed hat zu lange mit der Bremsung gewartet, ist auf dem Gas geblieben, hat Vollgas gegeben, hat ignoriert, dass dieses Hindernis nicht weggehen wird und muss jetzt eben auf diese Bremse so reintreten, dass es kracht. Schauen wir uns jetzt abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in diesen wunderbaren Donnerstag entlasse, der in Bayern und Baden-Württemberg und ich glaube Sachsen-Anhalt ein Feiertag ist, gell, ihr könnt ja einmal was arbeiten, nicht nur wir Norddeutschen. Nein, also ich bin ja zugereister Norddeutscher, aber gell, deswegen, weil ich noch arbeite, während die Bayern, das war meine Intention, ich muss mehr arbeiten, deswegen bin ich aus Bayern weg. Nein, jetzt jedenfalls nochmal zurückgekommen zu aktuelle Entwicklung in Sachen Corona. Wir sehen jetzt, dass in den letzten 10 Tagen 5 Millionen Amerikaner positiv auf Corona getestet wurden. Das sind allein 2,5% der gesamten Workforce. Also hier Quarantäne wird ein immer größeres Thema jetzt für die nächsten Tage. Und wenn wir jetzt nochmal nach China ins Reich der Mitte kommen, dann sehen wir, dass China den Xianyang International Airport geschlossen hat. Das ist der Airport, der etwa 40 Kilometer von dieser 13 Millionen Metropole Xi'an entfernt ist, deren Bewohner ja alle in Quarantäne sind. Jetzt ist der Flughafen komplett geschlossen worden. Hongkong hat praktisch die Einreise von 7 Staaten jetzt unterbunden, darunter die USA und UK, aber auch Frankreich, überall da, wo das Infektionsgeschehen sehr hoch ist. China, Peking warnt jetzt seine Bürger vor größeren Reisen zum Neujahrsfest. Dieses Neujahrsfest ist ja dieses Jahr am 1. Februar, also steht jetzt bald an und die Chinesen reisen ja normalerweise viel. Die chinesischen Feiertage richten sich ja nach dem Mondkalender. Das gilt übrigens auch für Asiaten bei ihren Geburtstagen. Deswegen, wenn Sie einen Asiaten fragen, wann hast du Geburtstag? Und dann sagt der, ja, kommt drauf an, gell? Also hier zum Beispiel Neujahr ist immer Vollmond. Das ist sozusagen jetzt eben diese Null-Covid-Politik, die in China natürlich jetzt wieder voll reinschlagen wird. Wir haben 132 gemeldete Infektionen in China, gestern waren es nur 41. Wir sehen, dass in Ningbo weitere Teile des Hafens jetzt offenkundig nicht mehr arbeiten. Das dürfte die Lieferkettenprobleme, Materialmangel verschärfen. Und wir haben eigentlich positive Daten heute vom China Kaixin PMI Services, also vom Einkaufsmanager Index Services, die waren besser. Aber heute eben vielleicht eine technische Erholung, aber das große Muster dieser Straffung der Geldpolitik wird bleiben und das hat auch Konsequenzen, etwa natürlich für die Eurozone. Auch hier sehen wir, dass die Zinsen etwa für Immobilienkredite jetzt nach oben gehen. Und das wird bedeuten, dass wahrscheinlich viele jetzt nochmal sagen, oh, noch sind die Kredite günstig, muss ich eine überteuerte Immobilie kaufen?
vielleicht nicht so die allerbeste Idee, denn normalerweise, wenn sich die Geldpolitik strafft, dann werden auch die massiv gestiegenen Vermögenspreise ein bisschen zurückkommen. Dann werden vielleicht die Kredite teurer, weil die Zinsen steigen, aber die Hauspreise gehen dann runter. Die Frage ist, ist es dann sinnvoll, sich da unbedingt zu beeilen? Es macht nach meiner Auffassung keinen Sinn, etwa zum Mediamarkt zu gehen oder zu Saturn und einen völlig überteuerten Computer zu kaufen mit der Ansage, naja, aber der Kredit dafür kostet nichts. Wahrscheinlich wird der Computer billiger, aber der Kredit teurer. Deswegen sollte man sich das genau überlegen. Schauen Sie da mal diesen Artikel an, den wir gestern Abend dazu geschrieben haben. Zinswende für Kredite in Deutschland im Anflug. Das ist ein wichtiges Thema, eben diese ganze Vermögenspreisentwicklung, die langsam mit dieser hawkischen Wende der Fed nun zu einem Ende kommen könnte. Unter dem Video verlinkt. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.